erstmal hier drinne. Oh, warte mal hier, jetzt wird mir noch was angezeigt. Speichern, genau. Gut. So, und den Kanister habe ich jetzt. Den können wir dann mitnehmen für Trinken und für eingeflaschte Sachen. Jetzt habe ich eine Flasche Benzin eingesammelt. Nee, aber das wollte ich gerade sagen, das ist doof, dass wir jetzt die Wege lang gegangen sind. So haben wir jetzt nämlich das Guide schon. Oh. So haben wir das Guide jetzt schon Kapitel 5, anstatt jetzt erstmal Kapitel 2 käme. Die finden wir auch gleich noch, denke ich. Kommst du mal mit hier runter, bitte? Warte, ich will nur schnell. Achso, der ist schon voll, oder was? Auswählen. Der ist schon voll, okay. Hier ist nix. So, Moment, ich glaube, ich habe jetzt nämlich ein Dings bekommen. Glaube ich gerade fest dran. Ich glaube, ich habe einen Erfahrungspunkt. Genau, was haben wir denn hier? Brandmunition, fertige Brandmunition herzustellen, indem du Benzin mit selbstgebauten Waffenmunition kombinierst. Hä? Das kann ich jetzt hier nicht nehmen, oder was? Höhlenmensch, die Fähigkeit Lagerfeuer und Fackeln. Achso, okay. Zack. Aber wo ist denn das? Normalerweise musst du doch auch auf Essen, Trinken und so achten. Das finde ich jetzt gerade gar nicht. Ja, musst du eigentlich auch, ja. Zusammenfügen mit Machete, genau. Jetzt hat man einen Pfeil raus. Zusammenfügen mit Machete, jetzt hat man einen Pfeil raus. Ich habe wieder Energie. Zusammenfügen. Mit dem, jetzt habe ich einen Molotow-Cocktail, okay. Zusammenfügen, mit dem habe ich einen Pfeil und Bogen, cool. Einen Bogen habe ich noch nicht. Kommt ausrüsten. Gott. Oh. Weil die haben halt meine Pfeile in sich stecken. Die müsstest du mir dann schon lassen. Wo rennst du? Warte doch mal bitte, Odin. Nicht schon wieder so einen Scheiß machen. Er schlägt mich halt. Kann man hier auch irgendwie anvisieren? Oh. Hm. Sammel deine Pfeile ein. Ah, achso. Ich dachte, du sammelst die ein. Nee. Wechsel nicht X zurück. Ah, okay, jetzt sind wir hier wieder rausgekommen. Hier waren wir schon. Genau. Aber können wir noch mal ganz kurz. Genau. Ganz wo sind wir denn vor uns durch das Gebüsch? Ach, das war das. Okay, ja. Dann das ist er die Stelle. Ja. Okay, dann haben wir den unteren Teil sozusagen. Eigentlich bewegst du dich die ganze Zeit so ein bisschen im Kreis. Hier müssen wir lang. Halt. Da war Kräuter. Boah. Warte noch nicht den Survival Guide aktivieren. Hier sind ein paar mehr. Aber hier liegen noch irgendwie Pfeile von mir rum. Sammeln wir wieder meine Pfeile nicht weg. Nee, mach ich nicht. Wow. Hier oben ist einer. Vorsicht, da kommt noch einer. Einer ist gut. Eine Flasche habe ich gefunden gehabt. Ja, ich habe auch einen Molly. Okay, warte mal, ich nehme mal ganz kurz. Ich nehme mal ganz kurz etwas Dings zu mir. Hey, wo sind die Heilkräuter? Ich habe doch Heilkräuter gehabt. Die hast du gehabt. Hast du wohl doch einen weggesammelt, wa? Machen wir den Survival Guide an. Kovacs Rules. Chapter 1. Close Combat. Hallo Subikubi. Ein wunderschönen Subikubi. Use the right stick to aim. You still can move while aiming. Ach so, funktioniert das. Hold your strike to increase damage. Put
Press the X button when kill appears above a hurt monster to make an instant kill. So, you kid. Okay, also ich kann jetzt mit dem... Ach, hier kann ich zielen. Och, guck mal. Wie machst du das? Mit dem rechten Stick zu zielen. Ach so, okay. Warte mal, hi, ich hab grad irgendwie... Hier, liegt jemand. Ach nee, das ist ein Zombie halt, ne? Oh, hier kommen schon wieder welche. Wow. Nochmal welche. Ja, ja, klar. Ja, der von hinten hat mich. Noch mehr. Ja, dann mach du mal. Warum ich? Okay. Da liegen noch Pfeile da oben bei dir. Ich brauche unbedingt Energie oder irgendwas. Na, warte mal, bevor wir das kaputt machen, würde ich sagen, gehen wir erstmal hier hoch. Da jetzt weiter, da wollen wir noch nicht hin. Oh, hier ist was. Ja, aber lass mal auch mal was machen. Das sammelt sich halt wieder weg. Jetzt kann ich auch gleich meinen Bogen machen. Den kannst du nicht mit Wasser machen. Schnur habe ich jetzt, jetzt brauche ich nur noch Stock. Von dir. Okay, aber hier waren wir jetzt überall schon. Wir müssen jetzt zurück. Ja. Das ist größtenteils im Kreis laufen. Ich vermisse die. Rechts lang. Ich vermisse die Dingsanzeige, die Essen-Trinken-Anzeige. Die siehst du, wenn du Kreis drückst und dann wartet. Da. Gesundheit, Präzision, musst ein paar Mal nach R2 drücken oder L2 halt. Das ist aber doch kein, das ist doch kein Hunger, Durst. Ausdauer, Präzision und das Stärke und das. Nö, das ist kein Hunger. Fähigkeitspunkt. Was war denn hier? Was ist denn das da oben hier? Verdiente Punkte. Brandmunition. Hast du noch irgendwas zum Heilen? Hast du noch so ein Heildings? Guck gleich nach. Und kannst du wieder den... Hungerkiller. Mal. Boah, du kannst jetzt auch nichts übergeben, nee, oder? Nee, hab ich nicht. Ich hab kann man sowas... Ach, kannst du fallen lassen? Geben kannst du auch, okay. Ja, hab ich nicht. Also, Heilpflanze hab ich nicht. Okay. Sieht doch ganz rar hier, ihr seht. Die sind aber eindeutig mehr. Ja, dann lauf doch mal bitte nicht. Lauf doch mal bitte nicht immer in die Masse rein. Jetzt. Wir sind mir ganz Zombies. Mir ganz Pfeile. Ja, den hätte ich jetzt aus Versehen mitgenommen. Okay, meine Pfeile sind alle. Das ist ja ärgerlich. Alter, was tut das? Ich weiß es nicht. Ich bin übelst erschrocken. Ich hab grad Zombies gekillt. Fracture? Cut? Disembowelment? To be a survivor means to have injuries, yet live. So, if you get injured, and you will, do not fear. Help is at hand. The islands are full of medicinal plants to treat your wounds. Eating these plants will help you to regain your health. For more serious wounds, put the leaves in a cloth to make a poultice. Finally, okay. I have left some presents for you. The medkits are powerful gifts. They will fully heal you in a flash. So, never give up and fight! Okay. Jetzt wisst ihr, warum ich diesen Survival Guide liebe. Mal durch war ja. Jetzt halte ich mal ein bisschen zurück.
Junge. Ja, ich sterbe gleich. Eben. Du musst, bleib ruhig. Ganz ruhig bleiben. Eigentlich müssen, Ja, eine Heilpflanze. Eine Heilpflanze, eine Heilpflanze. Da liegen Leichen rum. Okay. Hier oben ist doch bestimmt auch noch was, oder? Lass da mal die Sprint-Taste los, Junge. Ja, bei Männer läuft doch schon ja nicht mehr so richtig. Da muss ich ja ab und zu sprinten. Oh, danke. Nein, siehst du, das meine ich. Jetzt hab ich mir erstmal das drin. Ja, also, nee, sonst schnappst du mir das nix. Holzaxt. Okay. Ja, Survival Guide wieder. Brauchst du Stock, Stein, Hammer, Nägel, Klebeband. Vorne sind auch welche gestorben. Siehst du die ganzen Grabsteine hier auch von dem Messer? Ja. Aber hier kommen wir nicht weiter. Sind dann die Rehe und sowas auch Zombies? So? Das wusste ich gar nicht. Bin bei der PS3-Version auch nie so weit gekommen, weil... Was ist denn? Hier ist doch was. Da ist doch Steine. Ich immer gestorben bin. Da brauchst du vielleicht, habe ich noch irgendwas. Hallo? Ach, spiel hier unten. Jetzt habe ich im Falschen geguckt. Du bist der schwarze Feuerwehranzug. Ich kann dir ja eigentlich auch Sachen geben. Was brauchst denn du noch eigentlich? Warte mal, bitte, mach mal jetzt einen ruhigen Kopf. Wieso kann ich denn das nicht? Hallo. Was ich brauch? Guck mal, ich kann es anzünden. Ja, wie hast du denn das gemacht? Mit L1. Schaut dort. Ja, kann ich bei mir nicht machen. L1 kann ich kochen? Nee, du kannst kochen. Das kann ich nicht. Ja, das habe ich gekauft. Aber ich kann irgendwie nicht anmachen mit L1, obwohl ich hier Dings habe. Ich habe das ja freigeschalten. Keine Ahnung, vielleicht brauchst du da bestimmte Sachen. Warte mal, was brauchst denn du noch zu deinem Pfeil und Bogen? Ach, dieses scheiß Ding, ne? Dieser scheiß Stock. Pfeile bringen dir da auch nichts. Damit? Was hab ich denn jetzt hier? Nur mit Haken. Mit Haken und wenn ich das jetzt. Das jetzt nehmen wir ein paar Pfeile hier. Zusammenfügen mit. Hier ist er. Hier, guck mal, hier kannst du nämlich deinen Zack anzünden. Nein! Nein! Ey, es nervt. Was war denn das? Gar nichts. Hab ich das denn gesagt? Hab nichts. Du hast es. Ich hab nichts. Warte mal, hier ist auch noch. Ja, da müssen wir gleich lang. Wir müssen den hier oben anquatschen, Onkel. Warte, was hab ich denn jetzt? Ich hab nichts eingesammelt. Ich auch nicht. Ich hab nichts gekriegt, also. So, das Boot ist noch nicht fertig. Nee, da müssen wir erstmal mit dem. Quatsch mal mit dem Typen. Hey, who are you? And where's Andrew? You met Andrew? Where is he? Oh, shit. That's terrible news. Yo, if they bit him, it's all over. It's only a matter of time. He's gonna turn into a monster too. Yeah, I got bit too. That's why I cut my leg off. Well, my own leg. I had no choice. I went out of here alive. So what about you? Have any teeth marks to declare? Oh, no? Wait, and you got here, what, with just a stick? I'm impressed. Listen, if Andrew's bitten, then I'm shit out of luck. You've got to help me. But look, I can help you too. I know how to survive. Come on, we can work together. You and I. Here, take this.
You got a whole heap of shit ahead of you. If you want to stay alive, you're gonna have to use it. Comprende? Yo, it's kill or killed. Yo, hack an attack, papa. Okay. Come on. Follow me. Night's about to fall, and I got a favor to ask you. Come on. Don't be shy. Okay, jetzt habe ich wieder eine rostige Marede gekriegt. Ja, die halten ja irgendwann nicht mehr lange und dann kannst du die auch aufwerten und... Also ich bin echt am Überlegen. Ich glaube, wir werden dann, wenn es Nacht oder dunkel wird, wäre ich dafür, wenn wir die Nacht... In so einem abgeschlossenen Ding. Wenn wir die Nacht irgendwo ausharren täten. Warte mal, der rennt doch weg. Warte mal, bleib mal hier. Nee, der haut nur ab nach oben, zum Lager. Wir müssen nach unten. Wo steht das? Ja, ja. Ah, das sind die komischen Möwen. Wo das steht, habe ich gefragt. So, ne, das weiß ich, weil ich das schon gespielt habe. Für die PS3. Aber da hat doch bestimmt noch... Warte mal, Hä? Muss mal gucken, da steht irgendwo steht unsere Missionsziele. Ja, will ich gerade gucken. Keine Ziele gefunden. Mhm. Das heißt, wir müssen den... Lass uns noch mal ganz kurz dorthin gehen. Bitte, bitte. Der hat doch bestimmt wieder eine Aufgabe für uns. Und wir machen hier einen auf, wir hauen jetzt ab von dem. Ach, guck mal, hier bin ich. Geht's dir, Onkel? Hä, warum bin ich denn hier? Seh dich doch. Ja, nee, ich meine hier mein Grabstein. Nee, den sehe ich nicht. Warum liegt denn hier mein Grabstein? Verstehe ich nicht. Vielleicht bin ich da früher gestorben. Siehst du, der hat nämlich was für uns. Oh, hier. Kovacs Rules. Chapter 3. Skills. You can upgrade your abilities throughout your trip. To do this, open your inventory and go to the skills screen. There are many abilities that you can acquire, thanks to the experience you build up during your adventure. The first one allows you to light up campfires. Ach, das ist die... Hä? Bin ich blind oder was? So. Das steht bei mir nicht dort. Warum steht denn das bei mir nicht dort? Was? Na, mein Hunger und das ganze Zeug. Ich raff das nicht. Dann musst du ein paar Mal weiter drücken, Stärke. Nee. Steht nicht mehr da. Ja, bei mir fehlen aber auch gerade noch Balken. Normalerweise ist unter Gesundheit noch andere Balken, aber das kommt vielleicht noch später. Das war das jetzt immer von Anfang an dabei. Ich weiß, dass ich die Balken in dem anderen Modus hatte. Ja, aber das sprechen wir an hier. Hier ist der Plan. Last week, on another island. We found an old air tanker. It's damaged, but we could repair it and escape. Boats can get us island to island, but by air. That seems to be the only way out of here. Andrew's mission was to find gas for the plane. This is your job now. Problem is, night is coming. And you need to know, well, some really freaky creatures come out only at night, along with the other monsters. These creatures are vile, really aggressive. They only attack when it's dark and hate bright lights, so at least you can use that against them. I'll give you my personal flashlight to go to the village. But can I ask you to light me the campfire just here? Okay, jetzt kann ich schalten Sie die Fertigkeit frei, das habe ich doch schon. Wieso? Ja, habe ich doch. Ja, habe ich schon. Warte, spreng den nochmal an. Thank you. This should be enough to keep them at bay. As promised, here's my flashlight. If they come after, aim the light at them, and they will stay away for a while. Okay? All right, good. Let's get back to the real issue. The gasoline. Ja, das haben wir ja besorgt. Ja, die Taschenlampe halten. Hab ich die auch erhalten? Ja, aber, wie gesagt, ja, wir haben ja alle das Spiel hier schon... Ich hab keine Taschenlampe gekriegt. Wir haben beide das Spiel hier gespielt und ich würde sagen... Wenn es dunkel wird, suchen wir uns irgendwas und haben dort aus, weil das bringt nichts. Nee, wenn es dunkel wird, will ich in diesen Käfig zurück, der oben ist. Oder so. Wir müssen ja sowieso jetzt zurück eigentlich das Benzin holen. Kannst du mal... Warum hängst du immer am Bildschirm ran? Bleib doch mal ruhig. Das ist, du schaffst es sogar bei dem Spiel vorzurennen. Hast du mir wieder alle weggeklaut? Ledergurt. Wozu ist der? Beschreibung, langes Stück Leder. Als solches nutzt es, könnte aber perfekt sein, um eine Waffe
an den Körper zu binden.